So, hallo liebe YouTuber, liebe Soundfahrer. Ich habe hier ein, ja, sagen wir mal, ein kleines Making-of von meinem, also Making-of, so sagen wir also ein kleines hinter den Kulissen oder behind the scenes von meinem neuen 1216 Taurus Fahrsound oder BR183 Fahrsound. Übrigens, für die, die es noch immer nicht wissen, kann man auch für die 189er verwenden. Ich habe hier den Sound verändert. Ich habe einerseits habe ich den Loop verbessert. Den Loop habe ich jetzt gespalten in vier Teilstücke. Das sind zusammen ergibt der komplette Loop so etwa 0,8 Sekunden, den ich eben auf vier Teilstücke aufgesplittet habe. Erkläre ich euch natürlich dann alles warum. Des Weiteren habe ich von Taurus Fan wieder mal einige Sounds bekommen. Vielen Dank dafür. Und ich habe jetzt da hier geschafft, den Taurus-Motor mit hinein zu integrieren in mein Fahrgeräusch. Und zwar läuft das so ab. Natürlich kommt als erst das Anfahren. Danach kommen wir zum Fahren und mit der Dauerfrequenz. Das kennt man eh, das ist typisch für den 1216er Taurus. Das zeige ich natürlich dann auch noch hier im Simulator gleich. Und am Modell hört ihr es dann später, denn die Lok wird gerade beschrieben damit, mit diesem Programm. Und sobald das fertig ist, zeige ich es euch, ja. Sobald ich vom Fahr auf hier auf Fahren bin, auf der Dauerfrequenz, und ich erreiche den Wert, also den Geschwindigkeitswert, Speed ist größer als 49, komme ich hier auf Fahren Exit. Klingt so. So eine ganz kurze Exit-Datei von dieser Dauerfrequenz, die man eh kennt. Und danach komme ich zum Fahrmotor. Hier Fahren 2 ist bei mir der Fahrmotor, den ich von Taurus Fan bekommen habe und natürlich bearbeitet habe. Und der klingt dann so. So. Und dann habe ich natürlich hier weitere Loop-Dateien vom Motorengeräusch. Aufgespaltet natürlich, also aufgesplittet. So, das war jetzt dann nur die eine Datei im Dauerloop. Ja, sobald ich wieder langsamer fahre, auf den Wert kleiner als 50 komme, komme ich hierhin auf Fahren 2, eben Taurus Motor. Exit, klingt so. Danach wird mir natürlich wieder die Dauerfrequenz sanft eingeblendet. Springt mir dann wieder hier auf den Fahrenloop. Und sobald dann meine angefragte Geschwindigkeit auf 0 ist, also wenn der Regler auf 0 steht und die Geschwindigkeit auf kleiner als den Wert 6 kommt, spielt es mir wieder hier das Exit ab. Also dieses schöne sanfte Stehenbleiben. Natürlich umgekehrt beim Anfahren. Klingt das so. Bis es dann zum Loop kommt. Das habe ich am Anfang vergessen zu zeigen. Ja, jetzt schaut das so aus. Ich habe das eben verändert. Habe das versucht fein zu justieren. Das habe ich jetzt die letzten 2 bis 3 Tage gemacht. Bin aber nicht viel dazugekommen, weil ich ein bisschen fertig war. Und ziemlich müde und ja, einfach nur fertig ein bisschen vom Arbeiten und von vielen Radfahren, weil ich bin jetzt auch viel Rad gefahren die letzten Tage. Ja, also, jetzt schaut das mal so aus. Also vorher hat der Teil hier gefehlt, da war es einfach nur bis zu Fahren 1, ja. Habe ich euch bei den ersten Videos schon gezeigt, aber ich habe jetzt dank Taurus Fan jetzt hier das Fahrmotorengeräusch von Taurus mit eingebaut. Das ist ganz cool. Er schickt mir immer recht gute Dateien. Und da bin ich wirklich dankbar. Ich hoffe, du siehst gerade zu und hörst das, was ich hier dann auch eben zeige. Das würde mich freuen. Er schickt mir oft recht gute Dateien. Ich kann zwar trotzdem nicht alle benutzen, weil manchmal sind bei den Aufnahmen halt einige Nebengeräusche vom Maschinenraum dabei. Da kann ich zum Beispiel das Kompressorgeräusch von der 189er oder vom 1216er Taurus eben nicht verwenden. Das ist aber kein Problem, denn ESO hat da sogar recht gute noch und ich meine, solange verwende ich die natürlich weiter, denn ich möchte trotzdem noch ein Kompressorgeräusch mit drauf haben. Aber so wie ich bessere bekomme, schaue ich die mir immer an und versuche was daraus zu machen, versuche sie zu bearbeiten, ob ich sie nicht doch verwenden kann. Wenn ich es nicht schaffe, bekommt ihr natürlich immer eine Nachricht von mir, auch per E-Mail, ob ich es schaffe oder nicht. Und wie gesagt, danke nochmal, da freue ich mich immer wieder drüber und manchmal braucht es ein bisschen länger, bis ich mir das anschauen kann. Und manchmal mache ich das gleich, wenn ich halt gerade zufällig beim Computer sitze und sowieso schon hier programmiere.
Aber ich freue mich immer wieder über sowas. Ich habe natürlich auch den Richtungswender habe ich hier auch schon mit eingebaut von Taurus. Das zeige ich euch hier mal kurz. So, Klick. Abspielen. Das ist von einem 1216er oder von einem 189er der Richtungswender. Den Schalter, was ihr am Anfang hört, das Klick-Klick. Und hinterher dann eben gleich das Klicken im Maschinenraum. Das ist eine Datei. Bei dem Klicken vom Maschinenraum, was man hinten hört, wenn der umschaltet, das habe ich mit ein wenig Hall-Effekt am Programm, also am Audacity, habe ich das mit ein bisschen Hall-Effekt unterlegt, damit man eben dieses blecherne Maschinengeräusch hört, wenn das im Maschinenraum umschaltet. Das wollte ich damit ein bisschen realistischer machen. Ich finde, es klingt nicht so schlecht. Auch dafür natürlich ein großes Dankeschön. Das sind immer wieder sind es diese vielen Kleinigkeiten, die ein Modell ganz groß machen, vor allem eben mit solchen Sounds. Ich meine, mittlerweile, wer meinen Kanal verfolgt und wem auch die ganz kleinen Geräusche gut gefallen, der weiß jetzt ganz genau, was es ausmacht, wenn man einer Lok nur durch ein paar kleine Sounds einen ziemlich starken Charakter geben kann. Und das tut es, denn das sind Originalgeräusche und das ist ein Riesenunterschied, wenn man einfach nur irgendetwas computergeneriertes hat oder von einem Original ein paar Aufnahmen bekommt. Und da freue ich mich immer wieder drüber. Wie gesagt, Kleinvieh macht auch Mist, manchmal sogar mehr als Großes. Jeder, der einen Hund hat oder hatte, beziehungsweise jeder, der mindestens ein oder zwei hatte, egal welche Größe, weiß, wie das ist. Kleinvieh macht halt auch Mist. Das ist so. Ja, das klingt sehr gut. Das behalte ich auf jeden Fall bei. Ich habe jetzt da anhand vom Rayleigh Taurus, also zum 1216er Rayleigh Taurus, habe ich jetzt da anhand von diesem Modell das einfach mal versucht mit dem Programm, habe es eingespielt, feinjustiert und sobald das hier fertig ist, ja, und wirklich alles stimmt, zumindest für mich, kommt es auch auf meinen Railjet Taurus drauf. Beziehungsweise, sobald das fertig ist und angepasst ist komplett, kommt es natürlich auch als Update für diejenigen per Mail zu, die bereits von mir diese Datei bekommen haben, also dieses Projekt. Das dauert natürlich noch ein bisschen, aber das habe ich beim 1116 Taurus auch schon gemacht, der mit meinem Simulator-Sound fährt. Es ist zwar von dem ist zwar die Tonleiter nicht perfekt und es klingt ein bisschen wie so eine Kinderorgel, kann man sagen, vom Simulator, aber ich bin damit trotzdem zufrieden, vor allem das Fahrgeräusch, wenn er hochschaltet, das klingt verdammt geil, ich fahre damit urgerne. Nebenbei lasse ich auch sehr gerne von Leo Soundlab den 1116er laufen. Geile Sache, passt cool zueinander, die zwei. Ja, ich zeige euch das jetzt mal hier am Simulator, was passiert. Ja? Dazu werde ich aber den Start hier auf 1 schreiben, denn das würden sonst 54 Sekunden dauern, bis ich endlich mal loslegen kann. Das mache ich nämlich angepasst an das Aufrüstgeräusch, dass sich hier nicht gleich alles loslegt. Und los geht's, Simulator. Mute. Funktion ein. Und Standgeräusch. Jetzt schalten wir hier mal um. Jetzt stimulieren wir hier unten, seht ihr das? Die Pfeiltasten, das ist für die Fahrtrichtung. Jetzt stimulieren wir mal das Umschalten hier. Klick. Nochmal. Man sieht bei den grünen, hier bei Reverse, False oder True, sieht man dann auch das Umschalten. Reverse ist jetzt True, also das heißt, jetzt ist es nach hinten. Reverse False heißt vorwärts, also Reverse, also rückwärts, falsch, auf gut Deutsch. Das ist halt einfach so eingestellt, das ist aber nicht so schwer zu verstehen, finde ich. Ist ganz gut. So, jetzt werden wir mal ein bisschen mit dem Fahren anfangen, also mit dem simulierten Fahren vom Sound. Hier steht jetzt dann drauf, Requested Speed ist größer als 0 und Speed ist größer als 0. Das heißt, der Fahrtregler muss größer als auf 0 stehen. Und die Geschwindigkeit muss auch auf größer als 0 sein, damit das Anfahrgeräusch kommt. Das heißt, sobald die Maschine auch nur ganz, ganz sanft anrollt, wird sofort das Anfahren abgespielt. Und das ist ziemlich eigentlich verzögerungsfrei. Also das geht verdammt schnell im Decoder, dass er das checkt. Und dann geht es so. Wir gehen den Fahrtregler mal vor. Jawohl. Und wir sind im Fahrenloop drinnen. Leiser drehen, man hört es eh gut genug. Jetzt sind wir im Fahrloop drin. Natürlich wird die Tonhöhe geschwindigkeitstechnisch angepasst, automatisch. Ja?
je nachdem, was man eingestellt hat auf dem jeweiligen Soundslot. Jetzt werden wir ein bisschen schneller fahren, das heißt, wir werden hier einzeln draufschalten. Jetzt haben wir hier den Wert 49. Sobald das größer als der Wert 49 ist, springt es mir auf Fahren 1 Exit, also dann ist hier nochmal die Dauerfrequenz, die leise wird und danach fängt der Fahrmotor vom Taurus an lauter zu werden, bis er zum Loop kommt. Das seht ihr dann jetzt gleich. So, jetzt werden wir schneller. So klingt das jetzt mit dem Taurus-Motor. Jetzt sind wir auf dem Wert größer als 49, wir sind jetzt nämlich auf 52 und somit sind wir hier von Fahren 1 Exit auf Fahren 2 Init gekommen und jetzt im Fahren 2 Loop. Und das schaut jetzt so aus. Sieht so aus. Wiederholt sich ständig. Ich habe da einfach 6 Teilstücke gemacht aus einer Loop-Datei, weil es sehr viel präziser ist, wenn man langsamer wird, dass man dann den Wert 50, wenn man den erreicht hat, dass das dann ein bisschen besser synchron zum Fahren abgestimmt ist. Ja? Wenn ich jetzt da hier eine ganze Sekunde in einem durch hätte, da drinnen, also sagen wir, das dort, dieser eine, man verwendet nur einen Zustand, der eine ganze Sekunde lang immer nur den Loop abspielt, immer von vorne, ja? Immer wieder eine volle Sekunde. Und ich bin dann, ich gehe mit meiner Geschwindigkeit runter auf den Wert 50 und ich hab, da hat das gerade angefangen, eine volle Sekunde abzuspielen, brauche ich eine Sekunde zu lange, um wieder hier in den nächsten Zustand zurückzuspringen und dann passt es mit dem Fahren, also mit der Fahrgeschwindigkeit nicht mehr zusammen. Und deswegen hat ESO das auch von selbst schon seit Anfang an aufgesplittet, die Loop-Dateien. Die machen das natürlich noch sehr viel mehr. ESO macht da teilweise nur Zehntel oder sogar unter einem Zehntel Sekunde eine gesplittete Loop-Datei. Ich verwende hier so 2 bis 3 Zehntel pro Loop-Datei in etwa, ja, manchmal sogar mehr. Hauptsache, es ist ein bisschen präziser, aber 0,2 Sekunden würden zum Beispiel schon reichen, wie es bei meinem Fahrgeräusch ist, beim anderen. Schaut jetzt so aus. Wenn ich jetzt wieder drücke auf den Wert unter 50, bin ich wieder hier am Fahren und habe das gemerkt. Hoppla. Es geht recht präzise. Sobald der Wert erreicht ist, geht es relativ flott runter zum Exit und zum nächsten Zustand weiter. Und hier schaut es jetzt so aus. Ich habe das erneuert. Ich habe ein neues Fahrgeräusch gemacht und es gesplittet, um es ESO gleich zu machen, weil es eben sehr viel präziser ist. Ich habe erst jetzt auch verstanden, warum ESO das so oft splittet, eine Loop-Datei. Also es ist sehr viel präziser. Wenn ich jetzt da hier den Wert verändere, sagen wir, ich gehe jetzt einmal wieder auf den Wert größer 49, dass ich zum nächsten Fahrteil komme, also zum nächsten Fahrgeräusch. Gemerkt? Ich habe aufgehört und das 2er war das letzte abgespielte, das dauert so 0,2 Sekunden, da geht es auf 0 und sofort weiter auf den nächsten Zustand. Und es ist somit sehr viel präziser und also sehr viel präziser mit den Fahreigenschaften verbunden. Somit kann ich den Sound wirklich geschwindigkeitsabhängig am besten steuern lassen, denn so ist es am einfachsten, wenn ein Decoder über die Geschwindigkeit, die der aktuell hat, einfach den Rest selbst macht. Ich meine, das ist eh generell so bei den Decodern, ja, mit den Sounds. Aber je kürzer die Loop-Dateien, wenn man sie splittet, desto präziser ist dann der Sound angeglichen an die jeweilige Fahrgeschwindigkeit und an die jeweiligen Fahreigenschaften. Nur deswegen hat ESO das schon von Haus aus gemacht, dass es eben Loop-Dateien splittet, mehrere. Und ich habe mich dann nach ESO gerichtet und habe es ihnen einfach nachgemacht. Ich habe das zwar selbst hier so zusammengebastelt und selbst beschriftet alles, aber auf diese Weise macht ja ESO das auch. Und das finde ich funktioniert super. Wenn ich jetzt natürlich hier schneller werde, dann wird die Tonhöhe anders. Das habe ich natürlich so eingestellt. Das klingt dann ein bisschen realistischer. Und jetzt gehen wir mal Vollgas mit dem Regler. Und man hört schon. Thank you.
gerade ein bisschen. Da ist wieder Wert. Der muss auf 255, dann ist er volle Kraft. So, und gleich ist es da. Jawohl. Jetzt haben wir volle Geschwindigkeit. Natürlich ist der Ton dementsprechend angepasst und höher. Hält sich einfach ans Fahrgeräusch. Also ans Fahrgeräusch, an die Fahrgeschwindigkeit. Wenn ich jetzt wieder zurückgehe, jetzt werden wir einfach mal runterbremsen auf 0. Regler auf 0. Gerade ein bisschen, ist natürlich klar. Wert kleiner 50 muss er haben, dann springt er drunter. So, jawohl. So, jetzt geht es hier weiter, hier weiter. Und jawohl, gut erwischt. Und hier steht wieder die Lok. Und wenn man das eben so splittet, die Loop-Dateien, kriegt man ein wirklich recht präzises und fast perfekt abgestimmten Sound zur aktuellen Geschwindigkeit der Lok. ESO macht es deswegen genauso. Habe ich erst später verstanden und habe mir dann gedacht, okay, schon langsam kannst du es ja mal versuchen, dass du es so machst wie ESO, denn somit kannst du deinen Sound nochmal um das Dreifache aufbessern vom Fahren her, damit die Lok nicht einfach ewig lange braucht, bis sie stehen bleibt. Denn natürlich habe ich es auch so gemacht, so jetzt werden wir mal den Simulator beenden, habe es natürlich auch so gemacht, dass der Zustand, das Anhalten hier, das Anhalten habe ich so gemacht, dass ich hier einen Drive Slow habe. Und hier steht, verhindert, dass die Lokomotive stoppt, solange der Zustand abgespielt wird. Bedeutet ganz einfach, wenn der Zustand abgespielt wird und ich habe dieses Häkchen hier nicht gesetzt, bleibt die Lok einfach nach ihren eingestellten Verzögerungen stehen. Und das wird aber immer noch abgespielt. Das heißt, die Lok steht schon und trotzdem hört man noch den Sound, wie der Motor eigentlich erst aufhört. Obwohl die Lok schon längst steht. Und das verhindere ich, damit ich hier eben das Häkchen setze. Und somit lasse ich den Zustand primär entscheiden. Also entscheiden. Der hier ist einfach übergeordnet über meinen Fahrbefehl und sagt dann der Lok, also dem Motor, der Motorsteuerung, dass der Motor erst dann auf 0 gehen soll, wenn er fertig ist. Und somit, wenn das fertig ist, bleibt die Lok sofort stehen dann und das war's. So kann man sich das eben verhindern, dass die Lok bereits steht und der Sound des Motors wird in dem Fall vielleicht, sagen wir, 3 Sekunden noch abgespielt. Fährt aber nicht mehr. Klingt ein bisschen doof, beziehungsweise sieht ein bisschen doof aus, wenn man das halt so sieht. Ne? Und deswegen habe ich das einfach so umgestellt. So wie es ESO auch macht. Man könnte auch das Anfahren und Anhalten sehr viel präziser machen, indem man einfach die Dateien nimmt, so wie ich es beim Taurus gemacht habe, bei der Tonleiter. Und könnte man einfach eben mehrere machen, einmal diesen Programmbaum, wo es aufsteigt, parallel dazu nach unten den Programmbaum, wie er absteigt, damit man einfach wieder einen flüssigen Übergang hätte mit den jeweiligen kleinen Fahrstufen, damit man eben auch wieder gleich stehen bleiben kann. Wenn man abtritt während der Anfahrt, weil die dauert ja doch 3 Sekunden. Ja, ESO hat das ja auch so gemacht bei der 245er, bei den Elektromotorengeräusch. So, das was noch dazu kommt, das klingt jetzt hier natürlich, dieser einzelne Soundslot klingt hier jetzt natürlich ein bisschen fade. Man hört ja nur das, was ihr hier seht beim Programm, beim Simulieren. Ja? Ihr hört nur das, was ihr hier in diesen Ketten seht. Das ist natürlich ganz anders, wenn ihr das am Modell hört. Ich habe schon einige Probeläufe gehabt und tue es dann nur noch feinjustieren. Das klingt tausendmal besser, als wenn ihr nur einen einzelnen Soundslot hier simuliert hört. Denn ab Fahren 1 bis Fahren 2 seht ihr, sind ja die Zustände und Container noch rot unterlegt. Das heißt, die spielen mir zusätzlich noch andere Soundslots ab. Einerseits den Lüfter, die Lüfterstufe, die starke, die einfach kommt, wenn die Lok unter Last ist, beziehungsweise wenn sie abbremst. Und hier den Motor 2, den ich ja schon länger gemacht habe für den 1216er Taurus.
Sieht man hier, Motor 2 getriggert von Fahrgeräusch, das ist dieser Soundslot. Der wird nicht geschalten. Hört ihr jetzt natürlich nicht, weil ich hier nur einen einzelnen Soundslot simulieren kann. So, wir werden das jetzt mal kurz umstellen wieder. Hier geben wir den Wert 54 wieder ein beim Starten. Das sind 54 Sekunden, was das Aufrüsten braucht, bis ich dann ins Standgeräusch komme. Deswegen habe ich das hier auch so gemacht, damit, wenn man losfahren will, nicht mitten im Stand auf einmal das Fahrgeräusch losgeht. Das klingt schon ein bisschen dumm aus. So, gehen wir mal auf Motor 2. Das ist hier. Motor 2 schaltet sich dann, sobald getriggert wird vom Fahrgeräusch, aber eine Geschwindigkeit von größer als 33 dazu und hört bei kleiner als 34 wieder auf. Das simulieren wir jetzt auch nochmal für euch. Das ist natürlich sehr viel einfacher. Da braucht man auch nicht so extrem viel, finde ich. Also da kann man das wirklich ganz einfach machen. Das ist nicht so schlimm, wenn man das so macht. Das lasse ich auch so. Vor allem, weil diese einzelne Loop-Datei hier nicht lange dauert. Also das ist ganz einfach gemacht. Da dauern die Init-Dateien sehr viel länger. So, Simulator. Geschwindigkeit kann ich jetzt zwar schalten, aber es wird nichts passieren, weil ich habe sie nicht eingeschaltet. Und hier steht ja, F ist true und Speed ist größer als 33. Das heißt, Funktion ein und Geschwindigkeit ist größer als Wert 33. Das heißt, das machen wir jetzt. Funktion ein und Geschwindigkeit größer 33. Jetzt werden wir mal warten, bis auf 32 ist. Jetzt gehen wir ein bisschen rauf. 33 und 34. Und so funktioniert das. Das wird ja mit angetriggert vom Fahrgeräusch. Das kommt automatisch dazu bei meinem Programm, also bei meinem Projekt. Natürlich genauso eingestellt, dass es die Tonhöhe mit der Geschwindigkeit mitändert. Wenn wir runtergehen auf 0, ihr seht hier die Werte. Sobald der Wert 34 unterschreitet, kommen wir in die Exit-Datei. So, gleich ist. Jawohl. So, das war's. Und man ist wieder auf Mute. Und das geht sich sogar mit dieser Einstellung geht es sich sogar so gut aus, dass wenn ich die Lok mittendrin vom Fahren auf 0 stelle, dass der Sound kurz vor dem Stehenbleiben auch noch aufhört. Das heißt, man hätte ja im Prinzip schon fast so eine Art Bremstonen automatisch mit dabei. Obwohl es eigentlich nicht so ist. Ja. Aber es kommt, finde ich, gut an. Zumindest bei mir. Das seht ihr am Modell aber dann eh bald alles. Ja. Sobald das fertig eingestellt ist und feinjustiert ist, mache ich natürlich ein Video vom Modell mit dem neuen aktualisierten Sound. Und dann könnt ihr euch das wieder anhören. Und natürlich anschauen. Ja, soweit war es das jetzt eigentlich mal. So schaut das momentan bei mir aus. Bei meinem 1216er Sound, den habe ich halt einfach jetzt mal abgedatet. Und das könnt ihr natürlich auch machen, wie gesagt. Wenn ihr euch das traut, dann macht es. Tut es einfach und probiert. Je mehr ihr scheitert, desto mehr lernt ihr sogar dabei. Und glaubt mir, ich bin auch schon oft daran gescheitert, an gewissen Sounds. Und irgendwann schafft man es dann doch, egal wie. Und egal, ob es am Anfang schrottig ist oder beschissen klingt auf gut Deutsch, ja. Aber man schafft es irgendwann. Man muss nur dahinter bleiben. Die ganz großen Hersteller, die haben, glaube ich, auch nicht anders angefangen. Das ist Erfahrung. Es ist nichts anderes als Erfahrung. Dahinter bleiben, natürlich muss man auch, wenn man das will. Ja. Also es ist ja viel Computerarbeit, es ist viel, man braucht viel Sitzfleisch für das und man braucht wirklich viel Geduld. Aber wenn man dann endlich ein Projekt fertig hat und es einmal am eigenen Modell fährt und es funktioniert mal zumindest, kann man es später immer wieder feinjustieren. Genau so, wie ich es jetzt auch mache. Ja? Man kann alles machen, wenn man dafür sich ein bisschen reinklemmt. Dafür klingt es dann hammergeil. Vor allem 12, 16er Taurus gibt es, glaube ich, bis jetzt nur 2 oder 3 Hersteller, die sie gut machen, wenn überhaupt. Ja, das war's jetzt mal fürs Erste.
Das war jetzt mal dieses, ja, sagen wir einfach mal ein Soundwerkstatt-Video in etwa, kann man sagen. Behind the scenes, wenn man so will. Wie ich meinen Fahrsound hier verändert habe. Ich habe natürlich auch hier, das ist, man sieht hier schon Fahrgeräusch Eigen 4. Fahrgeräusch Eigen 2 war die Verbesserung vom 1er, die ja ganz schlicht war und ein bisschen schlecht geschnitten. Die Verbesserung 3 war nur mit den neuen Fahrloops hier. Und die Verbesserung 4, was ihr hier seht, ist mit dem Fahrmotor dazu. Was man hier jetzt schon dran sieht. Das sind meine vier Versionen vom 12-16.000 vom Fahren eigentlich. Ja, wobei die ersten zwei jetzt wieder kippen und eigentlich gelöscht werden können von mir. Weil das einfach ein bisschen besser und präziser ist. Deswegen kann ich mir hier auch erlauben, den Wert 6, also kleiner als 6 einzustellen, als vorher kleiner als 11. Ein Riesenunterschied, nur weil ich hier eine Loop-Datei in vier Teile splitte. Hilft sehr viel, glaubt man gar nicht. Ja, ich danke fürs Reinschauen. Das nächste Video wird dann wahrscheinlich eh mit meinem Rail-Ad-Taurus hier sein, mit dem fertigen Projekt drauf, mit den Sounds natürlich, alles vorgestellt mit jeder Geschwindigkeit, vom Anfahren bis Bremsen und so weiter. Auch er hat jetzt das neue Bremsquietschen bekommen von mir, was auch schon mein Cat-Taurus bekommen hat mit dem neuen Sound. Also das klingt wirklich geil. Das hat sich ausgezahlt, die 10-15 Minuten suchen nach Sequenzen beim Bremsgeräusch, dass man da was findet. Jo, ich danke euch fürs Reinschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, vielleicht ein bisschen geholfen und vielleicht euch zumindest inspiriert. Ich wünsche euch viel Spaß dann, wenn ihr euch da vielleicht was abschauen wollt. Das könnt ihr natürlich machen, deswegen zeige ich es euch ja auch. Denn es ist leichter, wenn man jemanden hat, der zumindest ein bisschen einen Anfang gibt. Vor allem bei den Sounds. Ja, danke fürs Reinschauen. Das nächste Video kommt dann mit ihm, sobald er fertig ist. Und am Modell klingt das ganz anders. Am Modell klingt das wirklich top mittlerweile. Und auch wenn es nicht 100% original ist oder nicht 100% korrekt, gefallen muss es einem einfach. Und mir gefällt es so recht gut, wie es ist. Ja, gut. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder, hoffe ich. Und bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall eine gute Nacht, schönen Tag, schöne Woche, schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Ciao.